Ich bin jetzt im Süden. Einmal mit dem Schnellzug runtergeknallt. Ja, und jetzt versuche ich gerade noch so ein bisschen den Überblick zu bekommen, wo ich jetzt hin soll. Weil ich würde jetzt gerne mit der Bahn zum Hostel fahren, um meinem Gepäck abzugeben. Ich bin gerade noch am Videorendern. Ich habe jetzt mal eine andere Rendertechnik gewählt, die dauert jetzt viel, viel länger, aber vielleicht ist dann die Qualität nochmal einen Tuck besser. Beziehungsweise ich hatte immer so ein paar Artefakte jetzt neulich gehabt. So hier und da mal eine Ruckler, weil ich mehr Effekte benutze und so. Die Videos länger sind, keine Ahnung. Ich werde jetzt nochmal rausgehen, gucken, ob hier auf dem Nachtmarkt ein bisschen was los ist, beziehungsweise ob direkt einer vor der Tür ist. Ich habe jetzt keine Lust, so weit zu laufen. Wir haben jetzt 19 Uhr. Draußen ist es noch ganz schön schwül, sind 28 Grad. Aber die nächsten Tage hier, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Also ich habe ja zwei volle Tage hier. Das ist echt ganz nice. Nur Sonne, das gefällt mir. Also bin da nicht mit V unterwegs, das ist in Ordnung. Ja, den Laptop lasse ich einfach so stehen. Es ist keine Sau hier irgendwie im Zimmer. Ich denke auch nicht, dass noch jemand anreist. Und auch wenn die Leute, die klauen hier nichts. Das ist ganz nice. Das ist der kleine Außenbereich. Okay, sogar Wäsche waschen. Habe ich aber schon, deswegen brauche ich es nicht. Ganz entspannt hoch. Und hier ist die Dusche. Draußen. Habe vorhin mal reingeguckt. Ist ja normal halt. Ist in Ordnung. Gibt Schlimmeres. Bisschen. 70 taiwanesische Dollar. Also so gut wie nichts. Ja, Mann. Das ist der Milchshake, den ich den ganzen Monat schon haben wollte. Süß, kalt und bananig. Übelst Durst. Jetzt hol ich mir noch einen Honey Lemon Drink. Und dann schaue ich mal. Zu essen gab es jetzt noch nichts. Irgendwie, hier gibt es viele Stände, aber alles so mit Kleidung, Accessoires und so ein Krempel. Und es ist echt sehr wenig los. Ist aber echt nice. Kann man schön in Ruhe durch die Gegend schlendern. Ich bin echt mal gespannt auf morgen. Ich gehe morgen in so einen Park. Also, wo kein richtiger Park ist, sondern so ein Waldstück, wo man rumlaufen kann. Auf den Bildern waren überall Affen. Ich bin gespannt, ob da überall Affen rumlaufen oder nicht. Es ist jetzt 11 oder 11.30 Uhr. Ich gehe jetzt fix was frühstücken. Ich habe den ganzen Morgen einfach ein bisschen gechillt auf dem Bett. Klimaanlage genossen. Jetzt knallt ja schon wieder die Sonne hier rein. Das ist ja unnormal. Ja, fix was futtern. Und dann mal gucken, wahrscheinlich ein bisschen durch den Park laufen oder durch ein Waldstück. Sehen wir dann mal. Ich habe mal meine Haare wieder frisch geschnitten. Ah, ganz nice. Ja, kleines, liebliches Restaurantchen. Ganz in der Nähe von meiner Unterkunft. Sonst gibt es nicht so viel zu erzählen. Die letzten Tage berichten an. Bin jetzt zwei volle Tage hier. Dann fahre ich mit dem Schnellzug wieder zurück nach Taipei. Genieße da noch ein bisschen die Zeit und dann geht's heimwärts. Das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen, Leute. Thank you, bye. Zehn Meter gelaufen und schon zerschwitzt wie so ein Aal. Auch heute habe ich mir mal einen kleinen Schirm gegönnt, weil wegen der Sonne, die brutzelt. Und ja, einfach ein bisschen vorsichtig sein. Man weiß ja nie,
wie viel Schatten es hier gibt und wie viel nicht. Au. Guck mich hier die Treppe hoch, dann sitzt da einfach einer. Und knabbert an seiner Orange. Ich weiß ja nicht, seid ihr irgendwie gefährlich? Anscheinend nicht. Juckt den gar nicht, dass ich hier lang latsche. Also ich war noch nie einem Affen so nah. Vor allem, dass er auch gleich hier sitzt, ey. Thank you.
Oh, geisteskrank. Also ich kann es nur empfehlen, diesen Hike oder was auch immer das sein soll zu machen. Oh, aber vorher ein bisschen warm machen oder den. Bin wie so immer auf meinen Wegen falsch rumgelaufen. Oh, mein rechter Oberschenkel, ich habe das Gefühl, der reißt einfach gleich komplett durch. Das heißt, jetzt am Ende kamen 1 Milliarde Treppenstufen nach unten. Ich bin hier nur noch gefühlt runtergefallen. Und das geisteskrank. Hier ist nämlich so ein Ding, das sind so, weiß ich nicht, was sind das? 20 Liter Kanister. Mit so Polsterung für den Rücken. Und damit, echt, sind so viele damit einfach da hochgelatscht und wieder runter. Geisteskrank. Ich meine, gut, ich habe auch 12 Kilo dabei, also fehlen ja auch nur 8, bis ich das Ding hätte auch mitschleppen können. Aber das ist schon echt heftig, also Hut ab. Aber sehr geil, viel Affen gesehen. Hat echt Spaß gemacht. Ich brauche einfach nur was zu trinken. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ich habe nur Durst ohne Ende. Boah. Das ist krank. War echt nice.